So ein niedlicher Wonnepropfen. Ach ja, da kriegt man doch gleich Lust, selbst Kinder zu produzieren. Evacuate the area. Immediately. Oh shit. Das sieht ja auch wieder toll aus hier. So viel Ketchup und Fruchtfliegen sind hier auch noch überall. Wie zur Hölle kommen die Viecher überhaupt aufs Schiff? Ich meine, die Aliens haben die Menschen hier zerrissen, aber... Wie zur Hölle kommen die Fliegen auf das Schiff? Oder die Maden? Haben die hier einfach mal zum Spaß noch ein paar Insekten auf dem Schiff ausgesetzt, um das noch ein bisschen realistischer zu machen? So ein paar Kakerlaken, ein paar Fliegen, damit sich die Leute hier wie zu Hause fühlen, oder was? Ein paar Silberfischchen. Ja, ich laufe hier durch die Gegend, irgendwann fliegen hier noch Vögel durch die Gegend, oder... Oder mich greift ein Tiger an! Das kann man nie wissen auf diesen Schiffen. Das kann man nie wissen. So, gehen wir jetzt in den Forschungsflügel oder in den Bild oder in die bildgebende Diagnostik? Was sagt die nette Map? Die Map sagt Forschungsflügel. Zeit für Forschung. Du hast dich bewegt, du bist noch am Leben. Sag mir, was ist los? Sag mir! Sekundärfeuermodus, okay. Oh yay, mehr Türen. Oh shit. Oh shit! Das sind etwas zu viele Leichen für meinen Geschmack. Setzen Sie die Stase ein, sicher doch. Stase. Der Türenmeister schlägt wieder zu. Hauptlabor. Okay. Ist zur Hölle? Was zur... Was? Haben die Viecher studiert, oder wie? Das kommt hier wahrscheinlich alles aus dem Genlabor oder so. Das haben die sich alles selbst zusammengebastelt. Na super. Na super. So, wo ist der Captain? Gefährliche Anomalie registriert. Quarantäne wurde aktiviert. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Oh shit. Oh shit. Stopp doch einfach. Nein, 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 stopp. Stopp, stopp, stopp. Stopp doch einfach. Stopp nochmal. So. Ah, ja, super. Oh, super. Oh, ja, ganz toll. Friss mich doch einfach auf. Ich weiß, du hast mich ganz doll lieb, aber auch du musst mich nicht gleich küssen hier. Irgendwen höre ich noch. Komm raus. Komm raus, wo immer du auch bist. Oh, das sieht wichtig aus. Ich glaube, da hängt einer im Lüftungsschacht fest. Kommt nicht raus. Hallo, soll ich dir helfen? Soll ich dir eine Hand geben? Hier, ich mach's für dich auf. Ich mach's für dich auf. Es ist offen. Tür ist offen. Komm herein. Es ist wunderbar in hier. Wir haben wunderbare Disco-Leuchten.
und neueste elektronische Musik. Beep, beep, beep. Die Musik der Zukunft. Es ist so toll und so. Lass uns tanzen. Komm. Komm herein. Komm herein auf die Tanzflächen. Will nicht. Was mach ich jetzt? Kommt schon, Leute. Oder ist der hier unten? Ach, der ist bestimmt da unten, wa? Oder? Bist du da unten? Nein. Wo ist er denn? Irgendwo knallt dagegen, aber ich sehe nicht wo. Hallo. Ach, da ist er ja. Ach, da ist er ja. Ja, komm her. Ja, komm her. Ja, ein ganz braves Alien-Monster bist du. Ein ganz braves Alien-Monster. So, das war's. Nee. Ist wahrscheinlich noch mehr da unten. Ach, wie schön. Man kann ja nie genug Aliens haben. Die sind ja so knuffig. So knuffig. Einfach zum Zertreten. Die muss man einfach gern haben. Der Kopf läuft davon. Haltet ihn auf. Irgendwas ist hier immer noch. Ach, komm schon, Leute. Was? Geh weg! Seh dich. Oh, shit. Jesus. Jesus Christ. Nein. Nein. Einfach nur nein. Komm, lass mich dich umarmen, mein Freund. So grüßt man sich unter Ingenieuren. Mit einem kräftigen Faustschlag ins Gesicht. Yay. Okay. Was war das denn da? Schmeckt der Boden? Schön. Du hast jetzt jede Menge Zeit, den Boden aufzuessen. Denn du hast keine Beine mehr. So, wo müssen wir jetzt mal hin? Sehen wir uns hier einfach mal um. Was haben wir hier? Plasma. Faszinierend. Join us in Paradise. Paradise. Was in Gottes Namen geht da unten vor sich? Ich glaube, das trifft es ganz gut, Doktor. Gottes Werk. Was? Ich bin mir nicht sicher. Wir müssen annehmen, dass die Probleme der Kolonie in irgendeiner Weise mit dem Marker zusammenhängen. Sie können annehmen, was Sie wollen, aber lassen Sie mich daraus. Der Marker ist ruhmvoll und göttlich. Und Sie, Sie wissen das. Was? Gottes Wege sind rätselhaft. What? Wie dem auch sei, wir werden ihn morgen an Bord haben. Dann können Sie ihn analysieren, wie Sie wollen. Warum so beunruhigt? Beunruhigt? Captain, da unten sterben Menschen. Sie töten einander. Ist dieser Irrsinn die Transformation, die Unitology uns lehrt? Doktor Terence. Wenn viel auf dem Spiel steht, ist die Gefahr immer groß. Und hier ist sie gigantisch. Alles könnte sich verändern. Genau das beunruhigt mich. Okay. Der Marker. Ich glaube, hier liegt auch ein Marker. Der Marker stiftet irgendeine Unruhe auf irgendeiner Kolonie. Hat jemand, als alle geschlafen haben, sich einen Marker genommen und allen Leuten einen Bart aufs Gesicht gemalt. Und deshalb haben sie sich dann alle umgebracht. Denn in ihrer Religion Unitology, die ist da ganz strikt in religiösen Regeln, keine Bärte. Dann hatte plötzlich jeder einen Bart. Dann gab es Großkrieg. Der Krieg der Bärte. Der Bartkrieg. Ja, ja. So.
Das heißt, ach so, in die Medbay kommen wir noch nicht. Das heißt, wir müssen ja jetzt das Thermit holen und diese Schock-Dingens-Bummens-Dingen. Nein. Niemand zu Hause, auf zu klopfen. Ich konnte Jürgens endlich überzeugen, mir den Videofeed von der Kolonie Jürgens. Und was ich gesehen habe, war unvergleichbar, atemberaubend. Die Bergarbeiter wurden zu etwas Außergewöhnlichem. Ich muss mehr darüber wissen. Und selbst wenn der Gläubige in mir einer von ihnen werden will, will meine wissenschaftliche Seite ihre Geheimnisse lüften. Ich muss einen dieser Nekromorphen, wie Kain sie so nüchtern nannte, untersuchen. Ich muss diese Infektion aus erster Hand erleben. Vielleicht bei diesem Patienten aus der Kolonie. Aber Jürgen! Kennt das noch irgendwer, ne? Nein? Okay, ich bin alt. Wash hands before returning to work. Auf zu klopfen! Ich versuche hier meine Arbeit zu tun. Mehr oder weniger. So, das heißt, jetzt sind wir hier im Kreis gelaufen. Das heißt, wir hatten hier unten jetzt alles, richtig? Richtig oder nicht so richtig? Doch, hier war das mit der Marker-Geschichte. Waren wir schon hier? Ja. Okay. Das heißt, wir gehen wieder nach oben, schätze ich. Oder ist hier noch was? Da kamen wir her. Ne, ich glaube, sonst ist hier nichts. Steht nie überall geschrieben, eigentlich. Lydia. If I don't make it back, take care of the kids for me. I love you. Steve. We need more people here. Here at yet you are. Know that I was here, come back at night, and you will see, love was at face there. Okay. Oh, das war die falsche Taste. Oder kann ich das machen? Das hätte ich die ganze Zeit eigentlich einsetzen sollen. Jesus! Hätte ich mir fast gerade noch selbst den Kopf abgesägt. So kann das passieren. Die meisten Unfälle passieren auf Raumschiffen. Statistisch bewiesen. Was haben wir hier noch? Können wir das eigentlich alles jetzt mitnehmen? Ich hätte gern das hier. Kann ich, oh ja, yay! Jetzt kann ich selbst etwas Wissenschaft machen. Ich mix einfach so ein paar Sachen zusammen. So, was kippe ich jetzt hier rein? Und dann sterben alle Aliens. Sowas von. Hier, Biomüll. Kippen wir den ganzen Biomüll da rein. So. Viel Spaß damit. Viel Spaß damit. Kommen wir nicht rein, warum nicht? Ich will aber. Karte brauchen wir dafür auch nicht. Wo müssen wir denn jetzt hin? Fragen wir die Hand. Er sagt jetzt wieder runter, wahrscheinlich. Credits. Sag jetzt nicht runter. Och, komm schon. Ernsthaft? Dann habe ich irgendwas übersehen. Wohin denn, liebe Hand? Wieder hoch. Nee. Ach, hier rein. Ach. Ach. Das Einzige, was ich nicht gesehen habe. Biolabor, das klingt lustig. Schon wieder, die haben doch die Viecher gemacht, oder nicht? Es ist alles eure Schuld, was ist das denn hier? Machen wir einfach mal alles hier kaputt. So.
Es ist gottlose Arbeit. Was habt ihr getan? Ihr Mörder! Ihr Monster! Uah. Ihr müsst alle büßen. Noch mehr Biolabor, nur für befugtes Personal. Ich als Ingenieur bin sowas von befugt. Wieso wird hier alles grün? Grün heißt, dass alles in Ordnung ist. Welcome to the USG Shimura Biological Prosthetic Center. We keep you working. Attention. In case of emergency, proceed to hospital wing of medical deck. The BPC is for stabilized injuries only. The Concordance Extraction Corporation. Ha, siehst du nicht mehr so gesund aus. Hallo. Weiß nicht. Oh. Ah. Ich glaube, deine Hand steckt da ein bisschen fest. Kein Grund, gleich den Kopf zu verlieren. Hast du den Verstand? Oh, er haut einfach ab. Hört sich nicht mal meinen Witz an. Was für ein Arsch. Noch mehr Biolabor. Zutritt nur für ultra befugtes Personal. Ich bin sowas von befugt. Was? Okay. So, dir geht's gut. Oh shit! Oh Gott! Verdammt nochmal! Du Arsch, das hast du davon, wenn du über meine Witze nicht lachst. Wer da? Mal nachladen. Was? Ich hab doch nachgeladen noch nicht. Ach, Inventar ist wohl. Ach shit, was habe ich jetzt schon wieder aufgenommen? Die Schematik hätte ich eigentlich auch mal einlösen können, oder? Wir müssen die Babys befreien. Oder nicht? Oh Gott. Ist das ein Baby? Vergleichen wir es mal. Ja. Das sieht so aus. Ah, es hat die Augen von seiner Mami. Ist es nicht niedlich? So ein niedlicher Wonnepropfen. Ach ja. Da kriegt man doch gleich Lust, selbst Kinder zu produzieren. Please remember to feed. Er sieht ganz hungrig aus. Er leckt schon den Tisch ab. Aber dafür, für das, was du getan hast, ja, hast dem armen Mann einfach mal so den Kopf abgehackt. Dafür kriegst du jetzt kein Abendessen. Ohne Abendessen ins Bett dafür. Komm her. Bring dich jetzt ins Bettchen. Eine Geschichte lese ich dir dafür jetzt auch nicht mehr vor. Was hast du jetzt davon? Ich hoffe, du lernst was draus. Gute Nacht. Mua. 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 Ich hab dich lieb, mein Kindchen. Mein Sohn. Ich bin dein Vater. Oh, hallo. Nein, danke. Nein, danke. Au! Nein! Verdammt nochmal. Es ist viel zu spät für euch. Was macht ihr alle noch hier draußen? Es ist viel zu spät. Ihr müsst doch ins Bett. Komm hier. Schön ins Bettchen. Schön ins Bettchen. Schön da drin bleiben. So. Gute Nacht. Mua. Ich hab dich lieb. Meine Kinder. Hier, ein neues Spielzeug.
Die Wirbelsäule 6000. Viel Spaß damit. Du warst böse, du bekommst nichts. Ah, haben wir es doch hierher geschafft. Okay, das Thermit, das Sie gefunden haben, sollte sich durch die Barrikaden fressen können. Benutzen Sie das Shockpad, um es zu zünden. Ich hoffe, ich kann die Stellung halten. Ich höre da nämlich was Großes kommen. Okidoki, ihr Mensch. Wird gemacht. So, haben wir hier noch irgendwas? Das schon wieder... Ich habe einen grauenhaften Geschmack in Kunst hier. Hauptlabor. Wo jetzt auch ganz bestimmt nichts mehr kommt. Bitte. Ich will hier nur noch raus. Ah, das hört sich nicht gut an. Hallo? Hallo? Oh shit! Wollt ihr auch eure Kinder besuchen? Schlafen alle schon, ist zu spät, tut mir leid, kommt morgen wieder. Okay. Okay. Ich weiß, leichte Schläge auf den Vorderkopf erhöhen die Gedenkgeschwindigkeit und Kapazität und so. Aber man kann es so übertreiben. Was zu hart nachgedacht. Twinkle, twinkle, little star. How I wonder what you are. Up above the world so high. Like a diamond. Sun is gone when the nothing shines upon. Then you show your little light, twinkle, twinkle.